Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde Ehrenamtscard in Hessen noch attraktiver mit einem Hessenticket, Drucksache 19/6693. Und als Erstes spricht Kollege Pentz, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nach 2,5 erfolgreichen Tagen der Plenarsitzung hier im Hessischen Landtag mit vielen guten Beschlüssen, vielen glänzenden Reden und manchen nicht so besonders guten Reden bin ich sehr froh, heute für die CDU-Fraktion das Thema zur Aktuellen Stunde einbringen zu dürfen, nämlich Ehrenamtscard in Hessen. Noch attraktiver mit dem Hessenticket. Meine Damen und Herren, es ist überwältigend, was Menschen hierzulande ehrenamtlich leisten. Das Ehrenamt hält unsere Gesellschaft zusammen. Und deswegen, und ich glaube, das kann ich für alle Damen und Herren dieses Hauses sagen, ein Lob an all diejenigen, die sich über ihren Beruf hinaus noch in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Die Arbeit von Ehrenamtlichen ist die tragende Säule für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Hier in Hessen sieht man das jeden Tag an ganz vielen Bereichen. Kollege Meysner hat gestern die Freiwilligen Feuerwehren und den Brandschutz angesprochen, der uns, der CDU-Fraktion, ganz besonders am Herzen liegt und wo wir seit einigen Jahren bis Jahrzehnten einiges dafür tun, dass die hessischen Feuerwehren Nummer 1 in Deutschland sind. Meine Damen und Herren, weit über 90% der Menschen in Hessen fühlen sich wohl hier. Sie fühlen sich wohl, weil sie gut arbeiten können, weil sie für ihre Familien Perspektiven haben, weil sie sicher leben und weil sie eine gute Zukunft haben. Meine Damen und Herren, die SPD in diesem Land redet dieses Land schlecht. Sie tut es seit einigen Jahren, und sie hinterlegt nicht einmal solide Finanzvorschläge. Ich erinnere daran, dass Sie Dinge aufrufen von über 4 Milliarden €. Ich will jetzt nicht so weit gehen, aber die finanzpolitische Kompetenz der Sozialdemokraten sieht man ja an dem Vorschlag Ihrer Bundesvorsitzenden, lieber Herr Schäfer-Gümbel, der anscheinend bei dem Thema überhaupt nicht im Saal ist, nämlich Frau Nahles zum Thema der Finanzierung sozusagen eines Staates, nämlich der Türkei. Aber zurück zum Ehrenamt. Meine Damen und Herren, wir sind stolz auf 2 Millionen Hessen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und wir tun als CDU-geführte Landesregierung einiges dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt. Beispielsweise die seit 1999 ins Leben gerufene Kampagne Gemeinsam aktiv Bürgerengagement in Hessen. Beispielsweise die Unterstützung der Kommunen, der Städte und Gemeinden beim Thema der Landesehrenamtsagentur als Servicestelle für Vereine und Verbände. Auch die Einzelpersonen unterstützen wir. Und, meine Damen und Herren, der Wegweiser Ehrenamt und Flüchtlinge, auch diesen haben wir auf den Weg gebracht, und darauf sind wir auch stolz. Und wir sind stolz darauf, auf das, was viele Ehrenamtliche in Hessen geleistet haben in der Flüchtlingskrise. Dafür kann man nur herzlichen Dank sagen. Und, meine Damen und Herren, darüber hinaus machen wir ganz vieles. Wir haben es gehört, Bürgerbus, Breitband, Versorgung, Glasfaser. Kollege Wintermeyer hat einiges gesagt. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir lassen uns Hessen von der SPD und auch von der FDP nicht schlecht reden. Die SPD sagt in ihrem Slogan, jetzt Zukunft machen. Wenn ich mir anschaue, was Sie vorschlagen, dann würde ich Ihnen vorschlagen, Ihren Slogan zu ändern in jetzt Zukunft verschleudern oder jetzt Schulden machen. Das ist doch die Wahrheit dessen, was Sie hier darlegen. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, komme ich zum Schluss. Für uns ist das Ehrenamtsticket
eine Wertschätzung für die vielen Damen und Herren, die sich in Hessen engagieren, ehrenamtlich. Es ist nach Vorbild des Schülertickets, des Jobtickets für Landesbedienstete, was ein Riesenerfolg ist. Und jetzt wollen wir den Vorstoß unseres Ministerpräsidenten aufnehmen und in unser Landtagswahlprogramm der CDU Hessen aufnehmen, damit Hessen auch in Zukunft stark bleibt. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Wagner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Wir GRÜNE wollen ein günstiges Bürgerticket für alle Busse und Bahnen, für alle Hessinnen und Hessen. Und wir freuen uns sehr, dass diese Idee auf immer mehr Zustimmung in diesem Hessischen Landtag stößt. Vor knapp 5 Jahren haben wir gesagt und haben wir in den Koalitionsvertrag reinverhandelt, dass wir ein sogenanntes Flatrate-Ticket für alle Schülerinnen und Schüler haben wollen. Und was haben wir uns nicht alles anhören müssen, warum das nicht geht, was es für Schwierigkeiten gibt, was zu bedenken, was zu beachten wäre. Heute ist das Schülerticket mit Beginn des Schuljahres schon in sein zweites Jahr gegangen. Alle Schülerinnen und Schüler, alle Auszubildenden, alle Freiwilligendienstleistenden können dieses Ticket für 1 € am Tag erwerben und damit alle Busse und Bahnen in Hessen nutzen. Grün wirkt, meine Damen und Herren. Und wir sind dabei nicht stehen geblieben, weil unsere Vision ist das Bürgerticket für alle Hessinnen und Hessen. Und deshalb wollen wir den Ansatz der Flatrate-Tickets immer weiter ausdehnen auf immer mehr Bevölkerungsgruppen. Und was mussten wir uns nicht alles anhören, als wir gesagt haben, wir wollen das für die Beschäftigten und für die Beamtinnen und Beamten des Landes. Und dann haben sich der Verkehrsminister und der Innenminister auf den Weg gemacht, das mit den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen zu vereinbaren. Und heute haben wir dieses Hessenticket für alle Landesbediensteten. Auch Sie können Busse und Bahnen sehr günstig nutzen, meine Damen und Herren. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es soll weitergehen, Schritt für Schritt mit immer mehr Bevölkerungsgruppen. Und deshalb begrüßen wir auch ausdrücklich den Vorschlag des CDU-Vorsitzenden Volker Bouffier, dieses günstige Flatrate-Ticket für Busse und Bahnen jetzt auch auf alle Inhaber der Ehrenamtskarte auszudehnen, weil auch die haben das verdient, dass sie günstig Busse und Bahnen nutzen können. Und ehrenamtliches Engagement verdient auch diese Form der Anerkennung, meine Damen und Herren. Und wir GRÜNE wollen dabei nicht stehen bleiben, sondern wir haben den Ehrgeiz, dass nach den Schülern, nach den Landesbediensteten, dann die Ehrenamtler, aber in der nächsten Legislaturperiode auch die Seniorinnen und Senioren in unserem Land in ein solches günstiges Flatrate-Ticket nutzen können. Das sind 1,2 Millionen Menschen in diesem Land, die wir in der nächsten Legislaturperiode in das Konzept des Bürgertickets aufnehmen wollen. Dann sind wir einen Riesenschritt hin zu unserer Vision gegangen. Dann hätten wir am Ende der Legislaturperiode fast die Hälfte aller Hessinnen und Hessen, die Busse und Bahnen in Hessen kostengünstig nutzen können. Ein Weg, für den es sich lohnt, zu arbeiten, meine Damen und Herren, und alle Widerstände, die es auch da mit Sicherheit wieder geben wird, aus dem Weg zu räumen. Weil das ist ein Ziel, an dem es zu arbeiten lohnt, mit einer klaren Vision, günstiges Bürgerticket für alle Hessinnen und Hessen und Schritt für Schritt für immer mehr Bevölkerungsgruppen zu realisieren. Wir freuen uns, dass diese grüne Idee immer mehr Zuspruch findet und dass im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr auf den fahrenden Zug der GRÜNEN aufspringen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Rock für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe die Reden und auch die öffentlichen Bekundungen des Ministerpräsidenten gehört. Er sagt immer gern so einen Satz, wir müssen die Gesellschaft zusammenhalten. Und im Zusammenhang dessen haben wir auch hier über das Ehrenamtticket gesprochen. Und ich muss sagen, diese wichtige Frage, die Gesellschaft zusammenzuhalten, kann man nicht auf so einen Freifahrtschein reduzieren. Wir haben 2 Millionen Ehrenamtliche in Hessen, und 15.000 sollen jetzt ein reduziertes Ticket bekommen. Was hält daran eine Gesellschaft zusammen? Ich bin selbst ehrenamtlich tätig, wie, glaube ich, fast jeder hier im Raum. Ich bin Vorsitzender eines Vereins, der karitativ tätig ist. Und die Menschen, die sich dort engagieren, die machen das nicht wegen einem Freifahrtschein. Und sie würden auch nicht verstehen, warum der eine einen kriegt und der andere nicht. Und sie würden auch nicht verstehen, dass das eine Botschaft ist, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Sondern sie würden das vielleicht, ich weiß nicht, wo das in Verbindung gebracht wird, aber ich glaube, das ist der falsche Weg, den Sie hier einschlagen. Das ist nachvollziehbar, vielleicht von der Wahl, dass Sie so etwas machen, oder von der Aktuellen Stunde, aber es dient nicht dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Und wir, gerade hier im Hessischen Landtag, eine Wahl vor Augen und all die Herausforderungen, denen wir täglich in der Diskussion mit den Bürgern bestehen müssen. Wir können doch nicht vor die Bürger treten und sagen, guck mal hier, ich habe noch was dabei. Hier kannst du günstig erfahren, also nicht du, sondern vielleicht 15.000 von den vielen Ehrenamtlichen. Ich bitte schon die Landesregierung, wenn sie diesen Obersatz tatsächlich ernst nimmt, dann hören Sie auf, die Gesellschaft zu unterteilen. Hören Sie auf, den öffentlichen Dienst besser zu stellen als die normalen Arbeitnehmer. Hören Sie auf damit. Hören Sie auf, Privilegien im öffentlichen Dienst zu verteilen, die andere nicht haben, und das auch noch als politisch korrekt und klug zu verkaufen. Und lieber Herr Wagner, jetzt noch einmal an Ihre Adresse. Sie werfen den Sozialdemokraten, der Opposition wahrscheinlich immer in Gänze vor. Die würden ja immer nur für alle Freibier, und das wäre alles nicht hinterlegt, und es geht nur umsonst. Ja. Es gibt kaum eine größere Freibierregierung als diese. Kindergartengebühren umsonst. Uns fehlen 20.000 Krippenplätze, uns fehlen 10.000 Ganztagsplätze, uns fehlen für eine gute Qualität vor Ort geleistet werden kann 7.000 Erzieher. Was machen Sie? Umsonst. ÖPNV umsonst. Keine Schiene mehr, kein Waggon mehr. Trotzdem alles umsonst. Dieses Geld müsste man erst einmal investieren, anstatt immer alles umsonst zu machen. Mit diesen Wahlgeschenken, die Sie jetzt verteilen vor dieser Wahl, machen Sie alles, aber Sie halten diese Gesellschaft nicht zusammen, sondern Sie verteilen, unterteilen diese Gesellschaft immer mehr, und Sie nehmen auch die Probleme dieser Gesellschaft nicht ausreichend ernst. Und darum, Herr Ministerpräsident, falls Sie da zu diesem Thema hier reden, dann sagen Sie uns doch noch einmal, wie Sie diese Gesellschaft zusammenhalten wollen. Mit diesen Projekten, die Sie ins Schaufenster gestellt haben, machen Sie das jedenfalls nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich vorweg bemerken, DIE LINKE begrüßt es ausdrücklich, wenn weitere Personengruppen hessenweit kostengünstiger Bus und Bahn fahren und nutzen können. Denn der öffentliche Nahverkehr, der gehört, das haben wir hier diskutiert, aus sozialen und ökologischen Gründen massiv gefördert.
Auch unser Dank und unsere Anerkennung die gilt den unzähligen Menschen, die sich in Vereinen und Verbänden und Initiativen ehrenamtlich für das Allgemeinwohl und das Gemeinwesen engagieren. Und das Spektrum ehrenamtliches Engagement, das ist groß und vielfältig. Das reicht vom Einsatz im Sportverein, der Freiwilligen Feuerwehr, über aktive in Sozialverbänden, Gewerkschaften, in Hartz-IV-Hilfegruppen, in Eine-Welt-Läden, Umweltgruppen, Flüchtlingshelfern bis hin zu antifaschistischen Initiativen und Bildungsarbeit. Und Ihnen allen, und ich sage es ausdrücklich, Ihnen allen gehört unser Dank und unsere Anerkennung. Aber es gibt beim Thema Ehrenamt auch eine andere Seite. Seit Jahren zieht sich der Staat aus Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zurück und überträgt sie dem Ehrenamt. Ich sage, das zunehmende und unterstützenswerte ehrenamtliche Engagement, das darf nicht dazu missbraucht werden, öffentliche Aufgaben auf die Schultern von Ehrenamtlichen abzuwälzen. Meine Damen und Herren, nun reden wir also darüber, dass alle Inhaber einer Hessen-Card analog zum Schülerticket und Landesticket ein Hessenticket für den ÖPNV bekommen. Da haben wir gar nichts dagegen. Je mehr Menschen, desto besser. Aber werfen wir doch einmal einen Blick auf die Zahlen. Die CDU-Fraktion spricht in ihrer Pressemitteilung von rund 2 Millionen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in Hessen ehrenamtlich engagieren. Ich habe versucht, das Spektrum auch aufzuzeigen. Was meinen Sie denn, wie viele kommen davon in den Genuss des Hessentickets? Schaut man auf die Homepage der Hessen-Card, dann sind es lediglich 15.000 ehrenamtlich tätige Hessen, die eine solche Karte ihr eigen nennen können. 2 Millionen Ehrenamtliche, 15.000 Ehrenamtskarten. Demnach können 0,75% aller ehrenamtlich Tätigen in Hessen von dem Hessenticket profitieren, oder auch jeder 133. Diese Zahl zeigt, dass die Initiative leider nicht mehr als ein kleiner Trippelschritt in die richtige Richtung ist. Wahrscheinlich ist sie sogar vielmehr ein verzweifelter Versuch, die Ehrenamtskarte noch zu retten. Ich frage Sie, warum profitieren nicht alle ehrenamtlich Aktiven von den Vergünstigungen der Hessen-Card? Und würden alle Ehrenamtliche von einem solchen Ticket profitieren, ja, dann wären wir auf dem Weg hin zu einer sozialökologischen Verkehrswende und unserem Ziel, dem Nulltarif für alle, einen ganz schönen Schritt vorangekommen. Dann beziehen Sie sich bei der Begründung ja auch auf das Schülerticket und auch auf das Landesticket. Aber auch hier gibt es noch einige Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Natürlich ist das Schülerinnen- und Schülerticket eine Verbesserung der Mobilität. Das ist zu begrüßen. Allerdings bleiben wir bei der Kritik, die auch vom Landeselternbeirat geäußert wird. Es gibt nämlich nicht hinzunehmbare Ungerechtigkeiten. Bei manchen Schülerinnen und Schülern wird das Ticket komplett erstattet, bei anderen nicht. Und es bleibt auch dabei, gerade für Familien mit mehreren Kindern sind die 31 € pro Monat noch immer eine erhebliche Belastung. Und deswegen, um Bildungshürden zu vermeiden, echte Chancengleichheit zu gewährleisten, deswegen muss die Schülerbeförderung für alle Schülerinnen und Schüler kostenlos sein. Und jetzt kommen wir zum Landesticket, auch auf das sich die CDU hier bezogen hat, zu einer weiteren Ungerechtigkeit. Im Juli da haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsklinik Frankfurt am Main dagegen protestiert, dass sie anders als Ärztinnen und Ärzte kein Landesticket erhalten. Wir finden es eine schreiende Ungerechtigkeit, wenn etwa 1.000 Ärztinnen und Ärzte sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Klinik ein Landesticket erhalten, jedoch etwa 3.500 Klinikbeschäftigte, ausgerechnet die deutlich schlechter bezahlten Pflege- und Reinigungskräfte und das Küchenpersonal leer ausgehen. Und das Gleiche gilt für die Beschäftigten bei den Studentenwerken. Und ich finde, es muss endlich Schluss damit sein, dass es Landesbedienstete erster und zweiter Klasse gibt. Das Landesticket, das muss für alle gelten. Und jetzt komme ich abschließend. Also, das Hessenticket ist ein Trippelschritt in die richtige Richtung. Beim Schüler- und beim Landesticket da gilt es, Ungerechtigkeiten zu beseitigen, damit Mobilität aber wirklich für alle möglich ist. Und wir zu der Idee kommen, deren Zeit gekommen ist, dann müssen wir dafür sorgen, dass alle Menschen, egal ob jung oder alt oder mit niedrigem Einkommen, endlich Busse und Bahnen besser nutzen können. Mobilität unabhängig vom Geldbeutel ist ein Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Lassen Sie uns endlich aus sozialen wie ökologischen Gründen Konzepte zur Einführung eines generellen Nulltarifs für alle Hessinnen und Hessen in Angriff nehmen.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Herr Ministerpräsident, dann haben Sie das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen, meine Herren! Ich weiß nicht, möchten Sie jetzt vor mir sprechen oder nach? Also gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der CDU-Fraktion dankbar, dass wir Gelegenheit haben, uns notgedrungen nur kurz über dieses Thema auszutauschen. Herr Kollege Rock, Sie haben recht. Das, was mich mehr umtreibt als alles andere, ist die Frage, wie schaffen wir es, eine Gesellschaft, die so große Herausforderungen hat, das bestreitet doch ernsthaft niemand, eine Gesellschaft, in der Spannungen und Interessengegensätze eher zunehmen als abnehmen. Auch das bestreitet niemand. Wie schaffen wir es, diese Gesellschaft zusammenzuhalten und in eine gute Zukunft zu führen? Und wenn wir jetzt mal ich habe die Debatte des Tages weitgehend mitbekommen. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Moment verlassen, dass wenn die eine Seite etwas vorschlägt, sozusagen die Pavlovschen Reflexe kommen, dass die andere Seite immer erklärt, es ist alles Käse. Und dann kommen mal die und dann kommen mal jene. Ich habe mir so überlegt, wenn jemand, der unsere Arbeit begleitet, diese Debatte eben gerade mitbekommen hätte, alle sind fürs Ehrenamt, jawohl, dann macht man einen Vorschlag. Und wie wird darüber diskutiert? Unsinn, Wahlgeschenk, eigentlich Blödsinn. Glauben Sie im Ernst, dass irgendjemand diese Debatte ernst nimmt? Ich glaube das nicht. Und deshalb will ich Ihnen zwei Antworten geben. Es geht nicht, Herr Schalauske, um die Frage der Mobilität. Die haben wir heute Morgen zigmal diskutiert. Und es kann auch nicht um die Frage gehen, dass der Staat sich zurückzieht, wo er Aufgaben wahrnehmen muss, sondern es geht um etwas völlig anderes. Es geht um ein Verständnis, wie diese Gesellschaft sich entwickeln soll. Und deshalb in aller Kürze, meine Damen und Herren, diese gesellschaftlichen Herausforderungen machen notwendig, dass Politik und Staat sich vielfältig engagiert. Und das tun wir. Und damit das auch nicht in Vergessenheit geraten wird. Ich hatte nicht vor, dazu zu sprechen. Aber wenn mich hier im Plenum jemand fragt, was tun wir für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft? Meine Damen und Herren, dieses Land Hessen bietet Chancen für junge Menschen wie kaum in einem anderen Land. Das tun wir für diese Gesellschaft. Wenn mehr Menschen als jemals zuvor seit Gründung dieses Landes in Arbeit sind, in gut bezahlter Arbeit, im Durchschnitt bestbezahlt in Deutschland, dann ist das ein herausragender Beitrag dafür, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt. Wenn Hessen mehr pro Nase bezahlt für Bildung als jedes andere Land, wenn wir eine breite Initiative machen für den ländlichen Raum, dann sind das alles Maßnahmen zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das, meine Damen und Herren, bei allem Streit um die Details. Das kann doch ernsthaft niemand bestreiten. Und niemand kann daherkommen mit Sinn und Verstand und behaupten, alle Arbeit sei getan. Und ich will auf ein zweites Thema eingehen, das Ihnen doch auch so am Herzen liegt. Wie gehen wir denn um mit der großen Herausforderung der vielen Menschen, die zu uns gekommen sind? Wie gehen wir denn um mit Menschen mit völlig anderen Hintergründen, religiösen Traditionen, gesellschaftlichen Vorstellungen? Und jetzt schauen Sie sich einmal an, wie diese Regierung damit umgegangen ist. Sehr zielstrebig, sehr konsequent, aber ohne Schaum vor Mund. Und alles in allem mit großem Erfolg. Und auch das ist ein Beitrag zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns darüber richtig in einen Wettstreit eintreten, wie wir das am klügsten tun. Und meine Überzeugung ist, dass bei aller Anstrengung staatlicher Seite, kommunaler Seite, wir etwas nie erreichen werden, auch im Wettbewerb um noch mehr und noch mehr. Es geht nämlich um die Frage, wie man aus einer Gesellschaft eine Gemeinschaft macht. Und genau darum geht es. Und bei realistischer Betrachtungsweise weiß jeder,
und Sie haben selbst von Ihrem Ehrenamt gesprochen. Weiß doch jeder. Wir werden keine Gemeinschaft haben, wenn wir nicht Menschen haben, die immer wieder mehr tun, als sie müssen. Das ist sozusagen die Umschreibung des Ehrenamts. Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, auch um die öffentlichen Dinge. Und diejenigen, denen eben nicht egal ist, was um sie herum passiert und nur darauf bauen, dass irgendwie die Gesellschaft alle Themen löst. Das kann und das wird nie gelingen. Und in einer freiheitlichen Gesellschaft, dafür stehe ich, darf der Staat auch nie den Anspruch haben, alles und jedes umfassend zu regeln. Das nimmt den letzten Rest der Freiheit. Und deshalb geht es weder um Mobilitätsförderung in erster Linie noch sonst um irgendwas. Es geht um diese Grundüberlegung. Und deshalb ist es richtig, was die Kollegen gesagt haben, Kollege Prinz. Diese Ehrenamtler sind der Kitt dieser Gesellschaft. Und die brauchen nicht zu irgendeinem Festtag immer, dass wir alle Abgeordneten ihnen lobend entgegentreten. Das ist richtig. Aber die Grundidee dahinter ist eine andere. Und Herr Schalauske, an Sie noch einmal in aller Klarheit. Das sind keine Lückenbüßer für Versäumnisse des Staates. Das Verständnis einer Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, ist nicht der allumfassende, diktierende Staat, sondern eine Gesellschaft, in der es viele Menschen gibt, die mitmachen. Und wir können hier beschließen, was wir wollen, Frau Kollegin Wissler. Wir können beschließen, was immer wir wollen. Besonderes Engagement, Empathie, menschliche Zuwendung, besondere Orts- und Fachkenntnis, die können Sie nicht staatlich verordnen. Da können Sie nur dankbar sein, dass es Menschen gibt, die so etwas einbringen, meine Damen und Herren. Und weil das so ist, habe ich mich sehr gefreut, dass auf Initiative der CDU bei dem anstehenden Verfassungsreformprozess, den wir doch jetzt auch haben, der Vorschlag, nämlich die Unterstützung des Ehrenamtes als Staatsziel in die Verfassung aufzunehmen, breiteste Zustimmung gefunden hat. Alle haben zugestimmt. Darüber kann man sich doch nur freuen. Und worum geht es denn jetzt? Jetzt geht es erstens darum, dass wir alle gemeinsam dafür werben, dass bei der Volksabstimmung die Bürgerinnen und Bürger in Hessen dem zustimmen. Und zum Zweiten, dass wir dieses Staatsziel, das wir alle gemeinsam wollen, mit einem konkreten Leben erfüllen. Und da bin ich offen für vielfältige Dinge. Ich habe es für nützlich und sinnvoll gehalten, deshalb habe ich diesen Vorschlag gemacht, Menschen, die in ganz besonderer Weise sich engagieren, mit einem attraktiven Hessenticket wertzuschätzen und zu unterstützen. Und darum geht es, meine Damen und Herren. Und deshalb, der Staat kann Ehrenamt nicht anordnen, Gott sei Dank. Aber unser aller Verpflichtung muss doch sein, meine ist es halt eh und je, dass wir dieses wertschätzen und unterstützen. Und ich habe den Vorschlag gemacht, lasst uns an der Ehrenamtskarte orientieren. Über die Einzelheiten kann man doch diskutieren, ich bin doch völlig offen. Aber damit ich nicht den Vorwurf bekomme, da hat er so eine wolkige Idee in den Raum geworfen, habe ich einen Vorschlag gemacht. Und ich finde die Idee der Ehrenamtskarte, dass diese Menschen wir besonders schätzen sollten, sehr nachvollziehbar. Ich bin nicht immer ganz sicher, ob jeder weiß, worüber wir da reden. Das sind Menschen, die regelmäßig mindestens 5 Stunden in der Woche ehrenamtlich engagiert sind und keine Aufwandsentschädigung erhalten. Das unterscheidet sie von anderen Ehrenamtlern. Und ich muss Ihnen sagen, wenn regelmäßig jede Woche jemand 5 Stunden ehrenamtlich sich für diese Gemeinschaft engagiert, dann nötigt mir das großen Respekt ab und unser aller Dankbarkeit, meine Damen und Herren. Und wenn wir es, wir sind in der aktuellen Stunde, deshalb muss ich zum Schluss kommen, wenn wir es denn schaffen, mit einem attraktiven Hessenticket, dass sich über die knapp 20.000, die derzeit in Hessen eine Ehrenamtskarte haben, zukünftig noch mehr Bürgerinnen und Bürger
darum kümmern, ehrenamtlich Kinder zu betreuen, älteren Menschen beizustehen oder in anderer Weise diese Gesellschaft zu einer Gemeinschaft zu machen, dann können wir uns doch alle gemeinsam nur darüber freuen. Das ist doch kein Gegenstand von kritischem Diskurs. Das ist eine Hoffnung für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich verstehe die politische Debatte. Aber ich finde, in dieser Frage täten wir gut daran, wenn alle Demokraten zusammenstehen. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Das Wort hat der Kollege Günther Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin gern der Aufforderung von Herrn Pentz nachgekommen, die Position der SPD vorzutragen. Ja, Demokratie lebt vom Ehrenamt, um mal den bekannten Schauspieler Karl-Heinz Böhm zu zitieren. Und, Herr Ministerpräsident, Sie haben bei diversen Anlässen, wie ich finde, zu Recht darauf hingewiesen, was ist der Kitt, den unsere Gesellschaft zusammenhält. Und das ist oftmals, nicht nur oftmals, das Engagement Ehrenamtlicher. Aber, meine Damen und Herren, Sie haben völlig recht, und das ist Ihr gutes Recht, Sie haben es im Sommerinterview getan, aus politischen Gründen zu setzen, wir wollen Ehrenamtliche unterstützen, ihnen etwas zurückgeben. Und Sie hätten völlig recht, wenn der Vorschlag von uns gekommen wäre, also einer der Oppositionsparteien, hätten Sie als Erstes gesagt, was kostet das? Und als Zweites hätten Sie gesagt, ist das umsetzbar? Das schenke ich mir an der Stelle ausdrücklich, weil ich finde, das wäre eine kleinkarierte Debatte, wenn wir Menschen für ihre Leistung anerkennen wollen und ihnen etwas zurückgeben. Und deswegen machen wir das so nicht. Ich will aber etwas sagen, weil Herr Pentz, und Sie sind in der Tat ein sehr dankbarer Stichwortgeber, die SPD verspricht allen alles, die Grünen, Kollege Frömmrich ist ja immer an erster Stelle, Freibier für alle, im Himmel ist Jahrmarkt. Diese Sprüche kennen wir, und die SPD würde unseriöse Finanzvorstellungen machen, damit es im Protokoll des Hessischen Landtages am 23.08. gegen 12.10 Uhr mal festgehalten wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wissen Sie, Herr Frömmrich, Sie müssen nicht für 19 Jahre Verantwortung CDU machen. Sie können es machen, Sie machen es, aber Sie müssten es nicht. Sie müssten mal darüber nachdenken, ob das besonders klug ist. Das ist aber nicht mein Problem, eher Ihres. Meine Damen und Herren, am 7. April 1999, ich gestehe, es war ein düsterer Tag für die hessische SPD, ein gewisser Herr Roland Koch, der mit den vielen nicht mehr vorhandenen Leuchttürmen wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Schuldenstand des Landes Hessen zum damaligen Zeitpunkt 23,6 Milliarden. Schuldenstand am 31. Schuldenstand. Bis Sie das kapieren, muss ich das noch Jahrzehnte vortragen. Schuldenstand am 31.12.2017 43,1 Milliarden. Sie sind die größten Schuldenmajore in der Geschichte dieses Bundeslandes. Und deswegen können wir uns für den Rest dieser Parlamentswoche und auch der nächsten Woche mal darauf einfahren, wenn die CDU von solider Finanzpolitik spricht, ist das so glaubwürdig, als wenn der Metzgermeister erklärt, eigentlich sei er Vegetarier und könne kein Blut sehen. So glaubwürdig ist das, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da passt nahtlos hinein Landesticket. Meine Damen und Herren, die SPD hat im Jahre 2015 ein sogenanntes Jobticket gefordert. 2015. Landesticket ist dann weiter. Ich will damit nur sagen, auch andere haben gute Ideen, weil es immer heißt, macht Vorschläge. Wir haben Haushaltsanträge eingebracht, die wurden noch nicht ein einziger Antrag der Opposition ist angenommen worden. Und deswegen, meine Damen und Herren, zur Redlichkeit gehört es, dass wir die Wahrheit berichten. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir, Herr Ministerpräsident Bouffier, zu Ihnen. Es geht hier nicht um Einzelheiten, es geht nicht um Details. Aber ich finde, der Kollege Rock hat eine richtige Frage aufgeworfen. Was hält die Gesellschaft zusammen? Sie sagen, 15.000 sind es übrigens keine 20.000 Inhaber von Ehrenamtskart, sollen das sogenannte Landesticket nutzen können. Das kostet das Land Hessen. Also 15.000 war die Zahl, die auch im Internet steht, aber das kann man überprüfen. Geschenkt. Wir haben 2 Millionen Ehrenamtliche.
Wir haben etwa 580.000 Personen in den hessischen Sportverbänden, darunter 135.000 als Vorstand, Trainer, Übungsleiter. Wir haben 75.000 freiwillige Feuerwehrleute. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel, von Flüchtlingsorganisationen und Hilfen im Deutschen Roten Kreuz, des THWs. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie jetzt sagen, 15.000 bekommen, wobei es oft den Ehrenamtlichen, das ist meine Lebenserfahrung, nicht um das Geld geht, sondern die wollen ein kleines Dankeschön aus der Gesellschaft. Und da können wir gemeinsam daran arbeiten, dass das verbessert wird. Die wollen ein kleines Dankeschön zurückbekommen. Da muss man sich darüber austauschen, wie organisieren wir das. Geld ist oft nicht das Problem. Ich stelle eher etwas fest, wenn wir schon beim Thema Ehrenamt sind. Dass, wissen Sie, Herr Boddenberg, ich unterstelle Ihnen, ich weiß ja nicht, wie Sie in Frankfurt unterwegs sind, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich über viele Jahre, ich sehe nicht alle Abgeordneten anderer Parteien, wie oft ich unterwegs bin. Da begegne ich mir beim Ehrenamt, dass Leute teilweise verzweifelt sind. Es löst sich der Männergesangverein auf, der Heimatverein, sie finden keine Leute mehr. Sie verzweifeln teilweise an der Steuerbürokratie. Das ist ein Thema, über das wir seit Jahren reden. Sie verzweifeln an Auflagen von Behörden, wenn es um ein Sommerfest geht. Das sind sehr praktische Beispiele, wo es darum geht, können wir Ehrenamtlichen helfen, ihnen die Arbeit erleichtert, oder machen wir Ehrenamt kaputt? Das ist leider auch eine Entwicklung in dieser Gesellschaft. Und deswegen, was sage ich denn der Mitarbeiterin in der Tafel? Das ist eine Aufgabe, die kann vielleicht nicht jeder. Die ehrenamtlich übrigens auch mehr manchmal als 5 Stunden arbeitet. Was macht der Jugendleiter, der Übungsleiter, der eine Mannschaft betreut, fährt sie? Ich war selber mal Jugendleiter und weiß, was das für eine Arbeit ist. Der hat keine Jugendamtskarte, weil die an formelle Voraussetzungen geknüpft ist. Was sage ich dem Feuerwehrmann, der keine Aufwandsentschädigung bekommt hat, Bereitschaft hat und manchmal auch zu Bränden gerufen wird, dann wieder an die Arbeit? Der bekommt nichts nach Ihrer Diktion. Sie schaffen ein Ehrenamt erster, zweiter und dritter Klasse. Und das ist der falsche Ansatz. Das ist definitiv der falsche Ansatz. Was mache ich mit den Damen im Hospizverein? Einer Verantwortung, einer Aufgabe, die wahrscheinlich so viele von uns gar nicht wahrnehmen könnten. Was übrigens, Herr Innenminister Bouffier, sage ich den vielen tausend ehrenamtlichen Kommunalpolitikern? Jetzt können Sie sagen, die kriegen eine Aufwandsentschädigung. Na ja, wenn Sie 5 € kriegen, so manchmal sind die Beträge, kriegen noch ein Getränk, was Sie bezahlen müssen, dann ist es das auch. Was sagen Sie den vielen Ehrenamtlichen in solchen, in den NGOs und anderen? Was sagen Sie denen? Die bekommen keine Karte, keine Ehrenamtskarte haben sie, sie bekommen keine Entschädigung des Landes. Und deswegen, man hätte das ja auch anders aufbauen können, meine Damen und Herren. Das Ehrenamt soll in der Verfassung verankert werden, als Staatsziel. Ja. Man hätte ja auch darüber reden können, wie wir gemeinsam, wir haben ja eine gemeinsame Informationskampagne, wie wir eine gemeinsame Aktion in diesem Landtag auch Mittel bereitstellt, möglicherweise. Geld ist aber nicht alles, da sind wir uns auch einig. Warum haben wir nicht eine gemeinsame Aktion auf den Weg gebracht? Dann wäre der Verdacht, dass es sich ein paar Tage vor der Landtagswahl um ein kleinkariertes parteipolitisches Karo hat, gar nicht auf den Weg gekommen, sondern darum, wir brauchen dieses Ehrenamt in der Gesellschaft und wir brauchen diese Menschen dazu. Herr Kollege Rudolph. Lassen Sie Zwischenfragen zu. Frau Kollegin Lannert, wollte Sie etwas fragen? Bitte sehr. Herr Rudolph, verstehe ich Sie richtig? Sie wollen die Ehrenamtskarte abschaffen? Nein. Doch. Doch. Kollege Rudolph. Danke schön, Herr Präsident. Natürlich. Ich habe Thema. Ich erläutere. Herr Pentz, ich erläutere es Ihnen noch einmal, damit auch Sie das nachvollziehen können. Wir haben 15.000 Besitzer der Jugendamtskarte. Sie wissen, das ist ein formalisiertes Verfahren. Und wir haben, ich habe Ihnen dargelegt, dass wir Hunderttausende haben, die ehrenamtlich tätig sind, aber nicht diese Karte besitzen. Und deswegen ist die formale Knüpfung, das kann man machen, schafft aber mehr Probleme, als es löst. Das ist der Ansatz, um den es hier geht. Wir haben 75.000 junge Menschen, die sich in der Jugendarbeit organisieren. Wir haben 7.500 junge Menschen, die die sogenannte JuLaika Jugendleiterkarte besitzen, die übrigens jetzt auch schon die Forderung erhoben haben, gleichgestellt zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Beispiele zeigen, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.
Und das, was Sie jetzt, Herr Ministerpräsident, einbringen, was politisch natürlich völlig zulässig ist, ist völlig unstrittig, darf Sie aber nicht wundern, wenn wir das Thema aufgreifen, weil es das wichtig ist. Wenn es darum geht, wie stärken wir Ehrenamt in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft, der Staat kann das nicht alles leisten. Wir brauchen den Einsatz, das Engagement. Wir haben da ohnehin das Problem, dass ehrenamtliches Engagement immer mehr zurückgeht, aus unterschiedlichen Gründen. Und deswegen ist das, was Sie machen, der falsche Weg. Sie teilen Ehrenamt in unterschiedliche Gruppen. Ich halte das für gefährlich, für fahrlässig. Es schadet dem Ehrenamt und diskreditiert auch Menschen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Demokratie vom Ehrenamt lebt, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht so Unterscheidungen machen, wie Sie sie machen. Die materielle Bereitstellung von Mitteln ist das eine. Das, was die GRÜNEN sagen, ist, wir wollen ein Bürgerticket. Wir haben 2 Millionen Ehrenamtliche. Sollen alle, die dieses Bürgerticket bekommen, wenn ich jetzt ein Grüner wäre, würde ich das hochrechnen, 240 mal 2 Millionen, bin ich bei 480 Millionen. Geschenkt machen wir nicht. Sondern hier geht es darum, wenn wir Ehrenamt in der Verfassung verankern, wie können wir dieses Staatsziel nachhaltig ausfüllen, dass Menschen auch sagen, es lohnt sich für diese Gesellschaft, für den Staat, sich zu engagieren, und ich bekomme etwas von der Gesellschaft zurück. Ich glaube, Sie sind arg zu klein gesprungen, Herr Ministerpräsident. Das ist Wahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für die FDP-Fraktion in diesem Hause, aber nicht nur in diesem Hause, für alle Freien Demokraten ist vollkommen klar, dass das Ehrenamt, der Ministerpräsident hat das Wort eben gewählt, da wiederhole ich es, eine der wichtigsten Funktionen des Kittes in der Gesellschaft ist. Ohne Ehrenamt wären wir nichts. Und wir Freie Demokraten, wir Liberale, Herr Ministerpräsident, haben das auch in unserem Weltbild herinnen. Sie haben das eben auch ein bisschen angesprochen. Unser Weltbild heißt nämlich, privat vor Staat. Und privat vor Staat heißt nicht nur, was uns manche im Bereich der Wirtschaftspolitik auch böswillig unterstellen, sondern privat vor Staat heißt auch, dass dort, wo sich eine Gemeinschaft dafür einsetzen kann, eine gesellschaftliche Frage zu lösen oder dabei zu helfen, diese zu lösen, dass dann diese gesellschaftliche Gruppe dieses übernehmen soll und nicht der Staat. Wir sind auch der Auffassung, Herr Ministerpräsident, dass man immer wieder den Weg gehen soll, zusammenzuführen und nicht zu spalten. Lassen Sie mich das sehr bewusst sagen, und dafür schaue ich Sie auch an. Dann ist der Hinweis aber überflüssig, dass das und das von der CDU gekommen ist. Also, ich bin ja nun einmal Mitglied der Enquetekommission Verfassungsreform gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei dieser Diskussion es eine besondere Aufgabe des Kollegen Heinz war, für das Ehrenamt zu kämpfen, weil es vorher schon unstreitig gewesen ist. Nein, Sie haben dafür nicht mehr kämpfen müssen, Herr Kollege Heinz. Nein, es stimmt nicht. Sie haben dafür nicht kämpfen müssen, weil es in den Fraktionen unstreitig gewesen ist. Also verbinden. Es ist wieder genau dasselbe, die Reaktion. Wenn Sie jetzt wirklich versöhnen wollten, würden Sie sagen, ja, wir freuen uns darüber, dass schon im Einsetzungsbeschluss das Ehrenamt von allen Fraktionen in diesem Haus geschrieben worden ist. Das ist das, was ich Ihnen deutlich machen möchte. Wir sind, und da lassen wir gerade wir Liberale uns hier in diesem Hause überhaupt nichts mehr erzählen. Wir sind dafür, dass es staatliche Hilfen für das Ehrenamt gibt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir einige Jahre gemeinsam dieses Land regiert haben und dass immer zu jedem Zeitpunkt, sowohl in der Regierungszeit von 1999 bis 2003 mit der FDP-Spitzenfrau Ruth Wagner als auch von 2009 bis 2014 mit mir an der Spitze, dass wir immer wieder nach Wegen gesucht haben, wie kann man denn die Ehrenamtler noch weiter unterstützen? Was ist denn dann noch zu tun? Und
So, und jetzt kommt das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist auch noch möglich? Und was Sie jetzt hier vorgeschlagen haben, lieber Herr Ministerpräsident, in der Funktion des CDU-Landesvorsitzenden, ich bedanke mich jetzt nicht bei der CDU-Fraktion, dass sie das heute auf die Tagesordnung gesetzt hat, das ist nicht durchdacht. Ich sage das jetzt einmal so ungeschützt, es ist nicht durchdacht. Ja, wir bieten deshalb auch an, wir bieten deshalb als FDP auch an, dass wir uns darüber zusammensetzen. Ich biete ausdrücklich an, dass wir eine Arbeitsgruppe, nennen Sie es, wie Sie es wollen, zusammenrufen, und zwar noch in dieser Legislaturperiode, unabhängig von dem 28. Oktober. Es kann vorher und es kann nachher sein, um uns weiter zu überlegen, wie können wir noch, so, und jetzt kommt ein Wort, was eigentlich ja immer den Liberalen abgesprochen wird, gerecht den Einsatz von Finanzmitteln der Steuerzahler gegenüber denjenigen wahrnehmen, die das Ehrenamt möglich machen. Gerecht. Und das, was wir hier machen oder was Sie vorgeschlagen haben, ist selektiv. Es ist leider selektiv. Das ist ja auch offensichtlich. Und, lieber Herr Ministerpräsident, ich glaube, Sie haben ganz bewusst nicht gesagt, alle Ehrenamtler sollen dieses bekommen, weil dann hätten Sie 2 Millionen Tickets ausstellen müssen, minus denen, die Sie schon haben, sondern Sie haben bewusst eine Größe gesucht, um die Kosten, über die rede ich dann gleich noch einmal, wenn ich dort Zeit habe, über die Kosten ein bisschen zusammenzudimmen oder ein bisschen ist hier eigentlich falsch gesagt, sondern erheblich zusammenschrumpfen zu lassen. Wir halten das für ungerecht. Wir glauben nicht, dass die Ehrenamtskarte das Dokument sein kann, um eine weitere zusätzliche Vergünstigung in dieser Höhe noch zu geben. Aber bitte jetzt keiner draußen erzählen, weil ich weiß ja, gerade die Junge Union ist ja groß darin, Worte von FDP-Leuten im Munde herumzudrehen und dann falsch zu kommunizieren. Die FDP in diesem Hause hat nichts dagegen, dass wir auch die Frage der günstigen Beförderung von Ehrenamtlichen in diesem Lande diskutieren. Aber bitte an einem gerechten Rahmen und nicht an einem Rahmen, der nachvollziehbar ist. Und da wir beide uns schon so lange kennen, weiß ich genau, wie das in dem Kopf von Volker Bouffier passiert ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber nicht die Lösung des Problems. Und jetzt lassen Sie mich, noch einen Satz oder zwei Sätze sagen zum Thema Finanzierung öffentlicher Personennahverkehr. Öffentlicher Verkehr. Ist das alles Personennahverkehr? Weiß ich noch nicht mehr. Wenn wir tatsächlich jetzt scheibchenweise herausnehmen, die Beamten, die Angestellten, die Schüler, die Senioren, habe ich gehört, wollen die Grünen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer bezahlt dann eigentlich noch den öffentlichen Personennahverkehr? Und jetzt will ich nicht in eine Polemik hereingehen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, welche Polemik jetzt kommen würde, wäre die AfD hier schon im Raum. Auch das möchte ich verhindern, dass sie mit solchen Aktionen noch unterstützt wird. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen, werte Kollegen! Sie kennen vielleicht das Gedicht, das vielfach Wilhelm Busch oder auch in abgewandelter Version Joachim Ringelnatz zugeschrieben wird. Nur kein Ehrenamt lautet es. Und es geht folgendermaßen los. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu früh ins Grab, lehne ein Ehrenamt bloß ab. Wie viel Mühen, Sorgen, Plagen, wie viel Ärger musst du tragen? Gibst noch Geld aus, opferst Zeit und der Lohn Undankbarkeit. Und es endet mit der Passage, drum lass dir raten im Treuen, willst du Weib und Kind erfreuen, soll dein Kopf nicht mehr brummen, das Ehrenamt lass andern dummen. Meine Damen und Herren, so weit darf es nicht kommen in diesem Land, und deshalb ist ein Wettbewerb um die besten Ideen, wie wir das Ehrenamt fördern kommen, können genau an der richtigen Stelle. Wir haben einen Wettbewerb um die besten Ideen, und wir haben jetzt bereits schon in unserem Hessenland vielfältigste Möglichkeiten der Anerkennung und der Wertschätzung, damit wir das Ehrenamt in Hessen fördern können. Die Hessische Landesregierung hat seit 1999 zahlreiche Instrumente entwickelt, einen breiten Fächerkanon, um Ehrenamt zu stärken, zu fördern und auch im Wert zu schätzen.
Sie haben es schon erwähnt. Die Ehrenamtscard, die Juli-Card, der Kompetenznachweis, ein Zeugnisblatt. Und darüber hinaus werden weitere verschiedene Auszeichnungen verliehen, um das Ehrenamt wertzuschätzen und auch entsprechend auszuzeichnen. Die Ehrenamtscard ist nur ein Beispiel von vielen. Und Sie haben ja schon gesagt, dass es landesweit hier dazu 1.800 Vergünstigungen gibt für Besitzer in zahlreichen Einrichtungen, bei Veranstaltungen und vieles andere mehr. Und das Argument, diese Karte noch attraktiver zu machen, das kann man nicht vom Tisch wischen. Das ist ein guter Vorschlag, über den man streiten kann. Und ich unterstütze den ausdrücklich. Und meine Fraktion wird das auch im Wahlprogramm umsetzen, meine Damen und Herren. Die Jugendleiterkarte ist ein weiteres Instrument. Wir haben das Programm Ehrenamt und Schule. Hier werden Schülerinnen und Schüler und andere Personen, die sich zum Wohle in der Schule engagieren, ehrenamtlich gewürdigt, gewertschätzt. Wir haben das Zeugnis für Ehrenamtliche, die bei einer Bewerbung das entsprechend auch vorzeigen können. Wir haben die Initiativen des Monats für die entsprechenden öffentlichkeitswirksamen Möglichkeiten im Anerkennungsbereich Ehrenamt zu präsentieren. Und wir haben auch die Stiftung des Monats, wo wir deutlich machen können, dass Menschen in unserem Land weit mehr tun, als sie tun müssten. Denn das ist der Kern des Ganzen. Gutes passiert nur dann, wenn jemand bereit ist, weit mehr zu tun, als er tun müsste. Und wir brauchen einen Wettbewerb um die besten Ideen. Und da bin ich offen dafür, wenn man sagt, man kann noch mehr machen, man muss auch mehr machen, weil wir brauchen diese Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das sind 2 Millionen, und wir können uns sicherlich darum bemühen, dass es noch mehr werden, die sich freiwillig ehrenamtlich in unserer Gesellschaft in besonderer Weise engagieren. Mit großem persönlichen Einsatz setzen Sie Ihre Kraft ein, um anderen zu helfen, um Gemeinschaft zu stiften, um Zusammenhalt zu fördern. Ihnen Dank zu sagen, das ist das Ziel unserer Initiative und des Vorschlags von Ministerpräsident Volker Bouffier. Wir wollen die Ehrenamtskarte in Hessen noch attraktiver gestalten, indem wir die Vergünstigung des Hessentickets einarbeiten. Was kann man denn dagegen sagen, meine Damen und Herren? Die Kriterien bleiben die gleichen. Diese Karte wird dadurch noch attraktiver gemacht. Und wir können mit dieser innovativen neuen Form der Anerkennung denen etwas zurückgeben, die unsere Gesellschaft durch ihr Engagement stärken und bereichern, meine Damen und Herren. Wir Christdemokraten, wir wollen künftig auch gerne in den Wettbewerb eintreten, wie wir das Ehrenamt ganz konkret verbessern und stärken. Und wir Christdemokraten stärken auch ganz konkret die Menschen, die dieses Ehrenamt ausüben. Wir sind eine Ehrenamtspartei, und dieser Vorschlag ist ein guter Vorschlag, um das Ehrenamt in Hessen attraktiver zu machen. Und dazu bitte ich Sie um entsprechende konstruktive Vorschläge und nicht gleich das Ganze in die Tonne zu treten, wenn hier jemand kommt und sagt, wir müssen das Ehrenamt in verschiedenster Form besser wertschätzen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 71, Aktuelle Stunde, behandelt. Das ist jetzt auf Ihren Plätzen verteilt.